Moin, moin, am Donnerstag um 2:55. Ich sitze hier in der Estille schon auf den Sprung und warte auf meinen Abholer. Ich habe ja hier nicht den Prominenten im Sack, sondern den Prominenten im Auto. Und zwar sage ich immer noch nicht, wer es ist. Ich hatte das zwar schon mal im Video gesagt, aber jedenfalls sitze ich hier in meinem Stadtjacke-Pullover und warte. Ich habe auch noch ein Tellerchen Schibli-Nudeln und Svennys Gulasch à la Maddi eben gegessen, kleinen Teller, damit man nicht ganz mit so einem hohlen Magen geht. Ich glaube, sie hat nichts gegessen, weil sie kommt direkt von der Arbeit, nur kurz umziehen nach Hause und jetzt schlägt sie gleich hier auf. Ja, und dann wollen wir nach Ding Dong. Was Ding Dong ist, kann ich euch dann auch nachher mal erklären. Das ist das Einkaufszentrum Bildstedt, wo wir eigentlich hin wollen. Außer der Plan erfährt eine Änderung. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. So, meine Damen und Herren, wir befinden uns im Bildstedt-Center. Hinter der Kamera sitzt der Prominente im Sack und isst ein Mega-Burger. Sie hat einen riesen Hunger. Da hat sie schon kräftig abgebissen. Da, ihre Bissspur. Sie hat einen doppelten und ich habe einen einfachen Halal Chicken Burger. Und sie krümelt da mit ihrem Salat rum. Und natürlich die kalte Cola. Lecker, lecker. Sie ist so hungrig, sie hat jetzt auch noch Pommes geholt. Ich kann ein ganz Schwein essen. Heute Morgen so. Publikum. Ein Brötchen, wo ich halt die Stunde drauf umgekaut habe. Konnte noch nicht mal richtig essen. Jetzt hole ich mir mal schon ein Milchbrötchen, damit ich das essen kann. So, wir sind jetzt bei, ist das von Alverden, ne? Ja. Vorbei von Alverden und essen ein Stück Nusstorte und ein bisschen einen Pott Kaffee. Sehr lecker. Weihnachtsdekoration hier. Aber ein mächtiger Kuchen, ne? Der ist echt mächtig. Mächtig und mit Macht. Wir waren bei Primark. Da gibt's noch Herrn Hall. Normalerweise komme ich nur mit 1000 Tüten nach Hause. Das ist auch eine große. Naja. Was machst du denn jetzt gleich noch? Und fleißig sein. Was macht das mit? Das ist eins, ne? Heute, ja. Da. Oh ja, hier ist der Lageplan vom Bildstedt Sandro. Ich habe so ein hohes Stück für Landebahn. Ja, das sind nur doch, für dich. Landebahn. Landebahn. Die Boeing 737. Achso, ich wollte euch noch sagen, warum Ding Dong, Ding Dong. Bildstedt heißt ja eigentlich Ding Dong, weil der Fahrstuhl, da wollte Alex und damals auch dann Crispin immer klingeln. Und da haben die immer gesagt, Ding Dong, wir fahren zu Ding Dong. Die Antenne ist zu lang. Antenne steckt im Parkhaus da fest. So, ich habe sie jetzt einfach nach da jetzt geschoben und dann ist gut. Die Antenne steckt im Parkhaus da. Jetzt hängen wir uns hier, hängen wir uns hier richtig auf. So. Oh. Das war die Handbremse. Ja. Ist da auch eine Mauer, ne? Nee, jetzt aber nicht mehr. Okay.
Jetzt kannst du so einschlagen und dann so. Frau Nielsen! Das ist hier echt. Kackack. Scheiße. Uff. Oh Menno! Kann jetzt von da oben eine rausborgen? Nee, ne? Könnte, aber es macht nie einer. Das geht jetzt. Und dann jetzt nochmal nach da einschlagen. Piep, piep, weg da. Da hinten ist die Ausfahrt. Na, hast du die Karte? Ganz gerade hoch bis zum Ende und dann links. Und dann wieder links. Yes. Bitte werfen die eine Münze ein. Warte. Nee, das Fenster. Da oben. So, jetzt aber. Puff. Puff. So. Guck mal, schon dunkel. Kannst mal sehen noch. So schnell, ne? Ja. So eine Stunden vergehen sowieso immer schnell, ne? Auch. Man merkt das dann gar nicht. Diese Dödelstunden so. Weil man hier guckt noch, ja. Da noch ein bisschen. Ruckzuck sind die Stunden um. Ja. Und bei der Arbeit vergeht die Stunden gar nicht, weißt du? Nee. Du guckst dann da unten auf die Uhr. So. Schnell nach vorne. Warst du da auch schon länger nicht mehr? Ja, Jahre glaube ich nicht. Gar nicht. Da habe ich früher gelernt. Nein, nicht gelernt, gar nicht wahr. Ein Schulpraktikum hatte ich da, 3 Wochen. Oha, das ist aber schon ein Feuerchen her. Dann. Ja, im Barbarella-Shop. Das war so ein Geschenkeladen damals. Okay. Und wie lange ging dein Praktikum da? 3 Wochen. Ja, meins damals auch. Ich wollte unbedingt damals in Tierheim Süderstraße, aber nicht. War bestimmt alles voll schon, ne? Ja. Ja, und vor allen Dingen, es war auch weit weg, ne? Von Rahlstedt jetzt bis zur Süderstraße immerhin. Naja, mit den Verbindungen damals war Farmsen auch jetzt nicht dicht eigentlich. Mhm. Mit Umsteigen Berliner Platz. Meine Mutter wollte das immer nicht, weil sie immer so ein Schisser war. Ja. So, das war ein sehr schöner Nachmittag mit Nancy. Wir hatten sehr viel Spaß, haben viel gelacht. Sie hat mich jetzt nach Haus gebracht. Und ich sag noch nicht gute Nacht, ich mache jetzt eben schnell einen Haul. Ich habe mir gekauft bei Primark einmal eine Pillendose. Morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts. Weil entweder vergesse ich mal eine Pille zu nehmen oder ich nehme 2 auf einmal. Und so 2-mal L-Tyroxin 175 die klebt an unter der Decke. Dann habe ich die hier für 1 Euro mitgenommen. Man sollte immer die Brille aufsetzen. Ja, die schnappt man so raus. Auch nicht schlecht. Dann habe ich mir mir für Crispin eine Reisehaarbürste. Da hat er so einen Kurzhaarschnitt. Haarbürste mit Spiegel. 5,99 für 5,99 und zwar sind das Gelatos von Faber Castell und die Farbe hätte ich mir schon damals beinahe bei Schubis gekauft. Das ist die Farbkombination 50 Steiner, so für Mixed Media. Und die sind auch so wasservermalbar, die Stifte, also Pinsel bei und ja. Dann hatten sie da reduziert von 18 Euro auf 9 Euro ein Mixed Media Pad. Da sind auch diese Gelados abgebildet. Da sind 30 Blätter und schön dick. So für
Mixed-Media-Schmierereien. Das hat 250 Gramm ein so ein Papier. Und die Größe ist auch echt toll. War ich sehr glücklich. Dann hatten sie für mich da liegen ein einzelnes Molestein. Ich liebe Molestein. Und das kam für 9,99. Das ist Classic. Es ist zwar liniert, aber ich schreibe ja auch ab und zu mal. Ja, dann eine Duschhaube für Haubentaucherzeit. Meine ist zwar noch gut, aber man kann ja immer eine in Reserve haben. Die sicher für 2 Euro, fand ich niedlich. Die ist innen mit Frottee ausgeschlagen, ganz weich. Und außen mit Herzchen. Duschhaube. Für Fussel und Lilly von Kong. Da haben unsere Hunde auch Spielzeug von. Für 2,99 ein so ein kleines Sesamstraßenmonster mit Catnip. Kann man da einfüllen und dann kann sie damit spielen. Hauptsache 3000 Hinweise, Warnhinweise. Ja, hier hinten ist so ein Klettverschluss. Da kommt dann das Catnip rein. Machen wir gleich mal. Fitzel abreißen. Komm. Naja, ist gut, ich nehme gleich eine Schere. Aber ich fülle das Catnip da schon mal ein. Eine kleine Prise verteilt in das kleine Püppchen. Ich weiß nicht, kennt einer von euch noch die Folge von Sesamstraße Ernie und Bert? Da hat Bert so ein, also Ernie hat ja immer sein Quietscheentchen und Bert hat so ein komisches Monster und das erinnert mich so daran irgendwie. So wie Oskar aus der Mülltonne so. Ja, dann Socken. Ich liebe Primark-Socken. Qualität und Preis. Ich habe mir 3 Paar Miffy-Socken geholt. Ich liebe Miffy, ganz weich. Ich glaube 3,50 kommen die. Ja. So eine kleine Sneaker-Socken mit Miffy. Miffy und seine Freunde. Und dass sie immer zusammengenäht sind, ich begreife es nicht. Die sind so. Die Sneaker-Socken. Dann einmal mit Silber viele kleine und einmal im süßen Grau mit Silber und Rosa. Dann Pushin, auch 3,50 € 3 Stück. Pups and Kisses, nicht Hooks, Hacks. Sondern Pucks, Pups.
kleine dicke Bär. Pukschin, nicht Pushin, sondern Pukschin. Das ist bestimmt der Freund von Pushin. Und hier kleine, das ist der Hund mit den Knöchelchen. Meine Gassi-Song. Und jetzt kommt der Oberhammer. Ich hatte die und die hätten mir eigentlich auch gereicht, 6 Paar. Aber sie hatten Powerpuff Girls. Ich habe die nicht verpasst. Keine Serie, keine Folge. Ich liebe die Powerpuff Girls. Blossom, Buttercup, wie ist die andere? Blossom, Buttercup. Glitzer in den Augen. Da haben wir immer gesagt, das sind... Hier, das ist Wir haben immer gesagt, das ist Bille, das ist Gitte und die kleine Freche, das bin ich. Wie ist die denn noch? Blossom, Buttercup. Egal. Fällt mir irgendwann ein. Ja, und dann ein Hoch auf Primark. Sie hatten endlich mal in dieser Hogwarts, Harry Potter, Mickey Mouse, was die da so haben, Garfield, was weiß ich, Donald Duck und so, auch in XXL mal was. Und da habe ich mir was gekauft. Ein Pyjama. Auch von Pushin in XXL. I'm always hungry. Das passt doch. Und dazu haltet euch fest, voll die süße Hose, die ich auch im Sommer so anziehen werde. Eine ganz weiche Jersey-Hose. Mit einer kleinen Rüsche und einer Schleife. Und der kam, ich glaube, 14 Euro. Showercap. Powerpuff. Gibt's doch nicht. 12 Euro nur. Und dafür ist es, das wäre mir alleine schon, das T-Shirt wäre mir schon 12 Euro wert. Ist auch jetzt nicht nur so eine Baumwolle, sondern auch ein bisschen elastisch. Hier, den kann man noch aufbewahren zum Basteln, verwenden. Und hier, 2xl. Ich bin begeistert. Danke, Primark. Danke. Ein Hoch auf Primark. Ich finde das so niedlich, weil das ist nicht so eintönig, so mit Glitzer und so auch mal, ne? Man darf ja auch mal glitzern. Ja. Ja, das war das, was ich mir so geshoppt habe. Und jetzt werde ich das Video hochladen, meine Sachen hier verräumen und noch ein Käffchen trinken. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Achso, bei Nanunana, da habe ich mir noch einen Kalender gekauft. Enjoy the Little Things für 2019. Der war reduziert von 4 Euro auf 1,50 Euro. So wie Wildlederimitat. Und dann hat man dann noch so ein bisschen einzutragen. Und den mochte ich leiden mit so einem pinkfarbenen Bändchen. Ja, der gehörte noch dazu.